Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, mein Name ist Sebastian und das ist der YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Herzlich willkommen. Ich möchte dir heute zeigen, wie du die Dichtung hier bei einer Stahlzange wechseln kannst. Wie du das wechseln kannst, das ist ganz, ganz einfach und nach dem Intro geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Wir haben jetzt hier eine Stahlzange, also man hört es auch, bei einer Holztürzange oder bei einer Holzzange ist es identisch und genauso einfach. Wir brauchen als allererstes eine Dichtung und ich habe mir die besorgt von Graf Dichtungen. Das ist auch mein Partner für dieses Video hier und der mich da ein bisschen unterstützt. Alle Infos, Materialien, Werkzeuge und so weiter und so fort findet ihr direkt unter dem Video. Ich hatte letztens mal ein Video gemacht gehabt, wie man beispielsweise bei einem Fenster die Dichtung wechselt oder bei einer Haustür. Dann kamen ganz viele Fragen auf, wo ihr die Dichtung herbekommt. Dort bekommt ihr das auch. Geht mal auf die Webseite, dort findet ihr wirklich ganz, ganz viele Dichtungen, ob Runddichtung, ob Flachdichtung, ob ich weiß es nicht. Also die sind wirklich voll mit Dichtung. Schaut euch das Ganze mal an und ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr jetzt nicht genau schlüssig seid, was für eine Dichtung ihr habt, schneidet ein Stück ab und schickt es dahin, macht ein Foto, schickt es per WhatsApp. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Im Übrigen könnt ihr euch auch Muster bestellen dort. Sprich, ihr könnt euch einen kleinen Musterkoffer bestellen, speziell für diese Zange hier. Oder ihr lasst euch ein paar Muster zukommen. Also es ist wirklich ganz, ganz einfach. Und ich hatte hier einfach nur ein WhatsApp-Foto hingeschickt und zack, hatte ich meine Dichtung da. Jetzt zeige ich euch aber, wie ihr das Ganze wechseln könnt. Warum ich die Dichtung hier wechseln möchte, ist ganz einfach. Hier bin ich öfter mal mit einem, ich weiß nicht, Wäschewagen oder sowas gegengekommen. Die Dichtung ist ein bisschen kaputt oder hat darunter gelitten. Deswegen will ich die austauschen. Was müsst ihr machen? Natürlich müsst ihr, bevor ihr die Dichtung bestimmt und dieses Ganze bestellt, müsst ihr die Länge der Dichtung bestimmen oder angeben bei der Bestellung. Und zwar ist es hier ganz, ganz simpel. Wir haben jetzt hier eine Höhe von 2 Meter, eine Breite von 1 Meter, nochmal eine Höhe von 2 Meter, sind wir bei 5. Ich rechne immer so einen Meter noch hinzu für Verschnitt oder... Das Gummi ist ja, das Ganze muss gestaucht werden, das zeige ich dir gleich nochmal. Also brauchen wir ganz grob 6 Meter. Ich habe mir jetzt hier 6 Meter bestellt, einmal in Grau und auch einmal in Weiß, um zu gucken, welches besser ist. Und wir können dann theoretisch loslegen. Was brauchen wir noch? Ein Cutter wäre vom Vorteil, beziehungsweise wenn ihr jetzt im ganzen Haus die Dichtung austauschen wollt, wäre so eine Gärungszange oder Schere sehr, sehr hilfreich. Damit könnt ihr beispielsweise verschiedene Gradzahlen an dem Gummi schneiden oder ihr könnt das Ganze auch auf 90 Grad stumpf abschneiden. Ist sehr, sehr praktisch und die macht auf jeden Fall saubere Schnitte. Ja, das Gummi an sich ist eigentlich hier, man kann es schon mit der Hand rausziehen, zack, und dann ist es schon draußen und das war's eigentlich. Wenn ihr jetzt Türzangen habt oder ein Gummi, das schon etwas älter ist, so 20, 30 Jahre, dann kann es sein, wenn ihr dran zieht, dass sich das Ganze schon ja förmlich zerbröselt in euren Händen und die Hälfte bleibt dann hier in dieser Nut oder im Falz stecken. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, denn das bedeutet ganz, ganz viel Arbeit für euch. Ihr müsst dann rangehen. Ich nehme ganz, ganz gerne dann einen Silikonentferner, sprühe das Ganze dann ein und kratzt das Ganze dann mit einem Schraubendreher raus. Vorsichtig, die Stahlzange solltet ihr natürlich außen nicht beschädigen oder zerkratzen. Hier drinnen spielt es keine Rolle, denn nachher kommt ja wieder das richtige Gummi rein. Nachdem wir das Ganze dann gereinigt haben, können wir auch loslegen mit dem Gummi einsetzen. Das ist ganz, ganz einfach. Achtet darauf, wie das Gummi vorweg drinne war, damit ihr das neue Gummi auch richtig einsetzt. Und dann schneidet ihr das erstmal ganz grob zu. Sprich, wir haben jetzt hier eine Höhe von 2 Meter. Also würde ich mir das auf 2,50 Meter zuschneiden. Nachdem wir dann unser Gummi zugeschnitten haben, können wir auch loslegen, das Ganze wieder reinstecken. Das Ganze war hier stumpf zugeschnitten. Das heißt, ich werde das Ganze auch wieder stumpf zuschneiden. Sprich, ich fange einfach hier oben an. Ich lasse die Höhen komplett durchlaufen, drücke das Gummi rein. Und dann ist es jetzt ganz, ganz wichtig, wenn es jetzt wirklich schwergängig geht, könnt ihr Silikonspray beispielsweise nehmen. Das heißt, ihr sprüht den Falz vorweg ein, dann geht das Ganze einfacher. Wer das nicht zur Verfügung hat, kann auch ganz normales Wasser nehmen, so ein bisschen Spüli, also Spüli-Wasser oder Lauge. Und dann könnt ihr das Ganze, die Dichtung vorweg mit einem Lappen kurz einreiben und dann geht das Ganze genauso gut oder einfach in den Falz hinein. Hierbei müsst ihr jetzt darauf achten, dass ihr beim Reindrücken das Gummi staucht. Was ist Stauchen? Ihr müsst
versuchen, das Gummi nicht zu ziehen beim Reindrücken, sondern ihr müsst versuchen, das Gummi hochzudrücken. Sprich, dass es dann nicht runterwandert. Das wird nämlich eine glitschige Angelegenheit, wenn ihr mit Silikonspray arbeitet. Oder kann es durchaus mal sein, wenn ihr das Gummi nach unten hinzieht, dass ihr dann oben Luft habt, weil ihr das Gummi quasi runtergezogen habt. Und hier ist es wichtig, dass ich einfach oben anfange und dann unten. Und dann lasse ich hier so eine Wulst. Und das ist hier so eine Wulst, die ist super, denn hier kann ich das Gummi stauchen. Und wenn sich das Gummi dann beispielsweise im Winter oder im Sommer zusammenzieht oder dehnt, haben wir genügend Gummi in diesen Falz hineingedrückt, dass es dann zu keinem Spalt kommt. Sprich, es zieht dann nicht, wenn ihr die Tür geschlossen habt. Ihr könnt natürlich auch das Ganze auf 2,50 Meter zuschneiden und dann alles unten kappen und unten stauchen. Also ihr müsst, eigentlich könnt ihr es machen, wie ihr möchtet, nur achtet bitte darauf, dass ihr wirklich das Ganze nicht exakt auf 2 Meter schneidet oder 1,92 Meter, sondern dass ihr ein bisschen Puffer immer mit einberechnet und das Gummi oder das Material schön hineinstaucht. Als kleine Hilfe noch, es gibt so einen kleinen Einhandroller, das ist ein Rad, womit ihr dann beispielsweise das Gummi dann schön reindrücken könnt. Wenn ihr jetzt Meter an Türzahndichtung wechseln wollt oder an Fenstergummi, dann kann ich euch das Ganze empfehlen. Könnt ihr auch bei Grafdichtung bestellen oder ihr guckt mal direkt unten in der Videobeschreibung, dort sind auch nochmal alle Produkte verlinkt. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wie gesagt, ganz, ganz einfach. Und du findest auf meinem Kanal noch mehr Videos, wie du beispielsweise Fenster und Türen einbauen kannst, wie du die einstellen kannst, wie du fließen kannst, wie du dir selber Möbel bauen kannst und. Also wirklich sehr, sehr umfangreich. Ich würde mich auf ein Abo von dir freuen und würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr, denn dann gibt es eine neue Folge Mr. Handwerk. Bis dahin, euer Sebastian auf YouTube oder auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Ciao. So, Tür zu machen.